So ungefähr. Was willst du bitte den Brunnen machen? Ja, damit der soll auch schön richtig aussehen und da wird der Platz eben halt auch größer. Wenn du dich mal noch recht dran erinnerst, Flo, wollte ich hier mal irgendwann alles aus Stein oder Cobblestone oder so weitermachen. Ja, aber nicht zu viel. Wenn der ganze Stadt nur aus Beton bestehen würde, also Beton, Asphalt und Beton und so, dann wird's auch scheiße aussehen, sind eh überall dazwischen Grünfläche. Du brauchst den Kontrast. So ist mir ja auch klar. Sein. Aber ich hab nichts dagegen, wenn hier so ein größerer Platz ist, das würde eigentlich... Es soll halt nicht zu nah an Dannys Haus, weil Dannys Haus braucht irgendwo das Grüne außenrum, damit es halbwegs was Vernünftiges ausschaut. Wenn man so vor so ein Haus wie er da stehen hat, ja, mitten in der Stadt, schaut er nichts gleich. Naja, das sind dann immer diese... Wie heißen die? Wird's ja scheiß Gravelweg ausrum. Also eins weiß ich, ja. Wenn's regnet, wird's nass. Wird man wirklich irgendwann mal dazu kommen, eine Adventure-Map zu bauen, ja? Irgendwann, vielleicht, unter Umständen. Wir haben schon irgendwann so oft angefangen und irgendwie nie aufgehört, hm? Ja. Ja, nee, weil es immer Probleme gab mit der Software. Ja. Jedes einzelne Mal. Ja, auf jeden Fall würde ich dann auf jeden Fall Danny mit dazu holen, weil der Bastard baut so scheiße kreativ, das ist ein Wahnsinn. Was soll er machen? Ich will auch mitspielen. Auch mitmachen! Ja, Marco. Yay! Aber das Ding ist eben halt, seitdem es kein Bucket mehr gibt, hast du keinen Bock mehr auf Adventure Maps bauen. Ich würde gerne eine bauen, aber ich brauche halt die ganze Software dazu. In der 1.7er war es so, es gibt viel zu viele Features in der 1.8er, die ich dafür haben möchte, ja? In der 1.8er gibt es kein Bucket. Kühe kann man nicht scheren, um das Leder zu bekommen, ne? Steht da so eine nackte Kuh vor dir ohne Haut. Heute ist einfach mal beinhart die Kuh, Alter. Ziehst dir die Haut ab. Da haben wir nur die ganzen Muskelfasern außen so, ja. Musst nur anrennen an die Kuh schreit schon mal. Schmerzen. Ich stell dir das mal bei den Kühen vor, wenn die dann in der Masse bei uns im Stall stehen. Ich meine, wir lachen drüber, aber in der echten Welt gibt's sowas, ne? Nein, nicht für Kühe. Für andere Dinge, ja. Aber nicht für Kühe. Okay, ich hab... Kühe werden gleich geschlachtet, ja, und Schnitzel draus gemacht. Kalbsschnitzel. Ein echtes Wiener Schnitzel ist aus Kalb. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Ne? Ein echtes Wiener Schnitzel ist aus Kalb. Ja, ein echtes Wiener Schnitzel ist aus Kalb. Ja. Schweinsschnitzel ist eine... Schweinsschnitzel ist scheiße. Eine leckere Abwandlung, ja. Ja, stimmt. Es sind zwar lecker, aber es ist nicht das Original. Es ist kein Wiener Schnitzel. Es ist ein Schnitzel Wiener Art. Das war so geil. Ja. Aber ein Schweinsschnitzel wie eine Art. Wieso machen die Dinger kein Damage mehr? Das ist schon übelst lange so. Was, Schneebälle? Hm. Ja. Schneebälle machen nur Blazes Schaden. Dafür kann man damit super Blaze jagen. Und bringen Eier noch Schaden? Nein. Da fuck! Das Geilste haben die jetzt wieder rausgenommen, ne? Natürlich. Ist ja, klar. Du kannst auch nicht mehr Spieler angeln mit der Angel. Was für nette Leute, das doch sind. Sie haben ja, das war Teil des Updates, wo sie auch hier, wenn du einen Spieler anrennst, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Allein durch Berührung. Weil das war ja früher so, dass wenn er sich nicht bewegt hat, dass du ihn wegschieben könntest. Das haben sie rausgenommen, weil die Leute ständig in Leitern stecken geblieben sind. Wenn zwei Leute auf derselben Leiter stehen und sie sind ineinander, dann kommen sie nicht mehr weg. Ja, ja. Ich hab gerade erstmal meine Getreidefarm wieder abgebaut. Ach du Scheißtreppe. Scheißtreppe. Ja, die Treppe schwimmt mir davon. Ab an die Arbeit. Ich will irgendwas bauen. Was kann ich bauen? Geht mir genauso. Ich habe mich jetzt zum Angeln gestellt, um zu überlegen. Was könnte ich machen? Komm zu mir, Froschi, komm zu mir. Wenn ihr mich mit der Angel könnt, während ich überlege, was ich mache. Hm? Da ist so. Oder meine Halb. Warum nicht? Hast du eine Angel noch da? Ich habe nämlich keine. Ja, ja, hier liegen noch drei. Ich helfe. Ich helfe einfach mal bei der befreundeten Firma Ventfishing.
Bisschen aus. Weil Marco hat mir ja vorher auch mit Zustellarbeiten ausgeholfen, ja. Vom Kobbel. Kann man doch mal mithelfen hier. Natürlich. Oh man, da Haltbarkeit 1. Ich nehme die andere Haltbarkeit. Da. Ich weiß immer noch nicht, was ich bauen soll. Mensch, Olli. Marco geht einfach runter. Marco, schaffst du es heute noch? Ich blute schon wieder in der Fresse. Entschuldigung, ich hab so dolle zugeschlagen. Ich hab mich schon wieder einen Pickel aufgekratzt. Du weißt gerade nicht, was du bauen sollst, Froschi, kann das hin? Vielleicht? Lass uns gerade beim Fischen zu, oder bist du eh schon wieder weggegangen? Ich bin schon wieder weggegangen, ich bin hier gerade weiter okay. Um Ding weiterbauen. Ich gerade am überlegen bin, wie groß ich das eigentlich sein, mache. Ich einfach nicht weiß, was ich bauen soll. Notfalls baust du einfach bloß irgendein Haus, ja Gott nochmal. Was war da? Ich hab gerade einen Bogen mit Schlag 2 und Stärke 4 gekriegt. Ja, das gibt's auch. Emson. Bist du noch beim Nitrado-Event, wo man da angeln konnte? Soll ich da, wo Chibis Boot steht, einen Hafen hinbauen? Ein Hafen neben das Boot? Hm? Wie willst du da einen Hafen hinbauen? Du kannst höchstens eine Werft da in der Nähe hinpacken. Hafen kann ich auch machen. Oh, ich weiß wieder, was ich machen wollte. Danke, Marco, du hast mir wirklich geholfen. Kriegst du auch einen Haken und den einen Fisch, den ich von der Bogen behalte ich mal. Das ist Provision dafür, dass ich gearbeitet habe. Ja, ja, mach du mal. Nee, ich mache nämlich eine kleine Werft. Nett. Für? Ein Boot. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, nee. Einfach, dass du, wenn du dich von außen näherst mit einem Tripwire, dass die Werft aufgeht, du einfährst und dann geht's hinter dir zu und du landest. Das Boot bleibt auf Land, ja? Hm. Und wenn du innen auf einen Knopf drückst, dann geht's auf und schwemmt dich raus. Aber du kannst halt rausfahren dann. Ich weiß jetzt nicht, in also Fern, keine Werft, sondern genau ein Hafen. Ja, sowas wie ein Hafen für ein einzelnes Boot, aber halt Minecraft-Boot. Oh Gott. Muss ich wieder die Logik davon überlegen? Ich bin gerade am überlegen, wie groß ich noch den Mockplatz machen will. Irgendwelche Ideen? Nee, nicht wirklich. Platzieren wir erstmal das ganze Ding hier voller Steine. Also im Normalfall ist einfach das Ganze ebenerdig. Wenn es jetzt bewassert wird, dann senkt sich der Boden ab und du wirst reingelassen. Nach einer kurzen Zeit geht es dann halt wieder der Boden hoch und du kannst aussteigen. Und eigentlich könnte ich es dann so machen, dass wenn man dann innen auf den Knopf drückt, dass hinter dir Wasser platziert wird und du rausgeschwemmt wirst. Ja, das wäre nicht so blöd. Gut, dann weiß ich jetzt, was ich mache. Froschi entdeckt Minecraft. Das heißt, ihr entdeckt. Froschi lernt Minecraft. Das heißt, ihr lernt. Das ist immer noch meine Aufgabe, das zu lernen. Ja, jetzt mal im Ernst, Alter. Wir klauen unsere Jobs. Wir zahlen dich nicht, Marco. Doch, mit Fame. Patrick,
Patrick, du bist gefeuert, aber ich arbeite nicht hier. Möchtest du einen Job starten jetzt? Ja, du bist gefeuert! Ja, da hatte ich mal einen Job und da bin ich direkt wieder gefeuert. Das mach ich nur falsch! Patrick? Ab ins Bett. Es ist zu spät. Wir aber, schlafen. Aber, hi, jetzt nein. Z. Scheiße, falsche Tatsache. Ich bin ein Geist. Hallo Olli, gute Nacht Olli. Weißt du, was das Schöne ist? Ich habe jetzt Innenohr-Kopfhörer, ne? Sonst habe ich doch immer ja. So meinen. Hey. Oh Scheiße, sie haben uns erwischt. Er hat uns erwischt. Nein. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich kann das erklären. Nee, er ist gerade vorbeigekommen und wir waren beide geil und Konnte ich halt einfach nicht anders. Das musst du doch verstehen. Hör, ich mach mit. Wir haben auch nur zwei Betten. Ach, scheiß drauf. That moment, wenn du deine Freundin im Bett erwischt mit dir, mit jemand anderen. Mit einer anderen Frau. Dann der. Ich sag, kann ich mitmachen? Oh jo. Ey Schatz, das sieht nicht aus, das sieht nicht danach aus, wonach es aussehen soll. Ich wollte dich überraschen. Mir ist das scheißegal, ich mach jetzt mit. Ich mach jetzt mit. Marc, sag mal, Marco, hast du gerade zwei Creeper hintereinander gesprengt? Nein. Ich stehe nämlich gerade im Lagerhaus, schau beim Fenster raus und sehe zwei Explosionen. Wo? Neben dem Brunnen. Da ist nix. Gar nix. Marco, du hast. Ich glaube, deine Diamantrüstung gehört jetzt mir. Du bist doch hoffentlich versichert. Nee. Rück die Diamantrüstung rüber. Das sollte die Kosten fürs erste Mal decken. Nein. Da musst du wenigstens wieder herkommen und das wieder sauber machen, Marco. Los. Ja. Ja, ich heute Nacht auf dem Rückweg. Nein, jetzt. Ja, gib mir eine Minute. Ich frage mich, wie das Thorin bei dir. Habt ihr überhaupt mal wieder Minecraft aufgenommen, du und Thorin? Bis jetzt noch nicht, nein. Wir müssten eigentlich wieder so langsam. Aber der ist ja mit seinem Minecraft-Ding da beschäftigt, ne? Im Moment ist der mit einem anderen Minecraft beschäftigt, ja. Interessiert übelst, was der da macht? Das, keine Ahnung, es wird doch gestreamt, auch, du das, meistens. Das ist nur in Streams. Was? Es ist ein Stream. Eine Streamwelt. Und Streamtoren da auch oder was? Nee. Nee. Einfach nur dabei. Der pimmelt nur dabei rum. Musst du dir halt so vorstellen, welche haben einfach eine Welt genommen. Wie macht man denn so Tripwire Hooks? Was für Hooks? Tripwire. Fuck, ich hab schon zwei. Na dann. Scheiß, die Wand an, ich muss nochmal pissen, gib mir eine Sekunde. Ja. Wirkt ein bisschen lang aus. Allgemein, ich weiß nicht, was Thorum daran findet an das Streambild. Keine Ahnung. Ist es Tom? Nein, ich meine, ich kann es ja verstehen. Ich meine, ich war ja auch schon mit Froschi bei Aventia mit dabei. Das war aber ein selbst zusammengestelltes Mod-Paket. Ist wirklich aber hier unser Netherportal? Hä? Das sollte mal einer beschildern, bitte. Das Netherportal? Findet doch. Das habe ich erst mal bloß da hinten hingesetzt, damit es hier vorne keinen stört. Und da hinten haben wir dann sozusagen, wenn wir wohin gehen. Ich habe es erst mal einfach bloß da hingesetzt. Wie groß mache ich den Marktplatz? Ich glaube, den muss ich noch ein bisschen größer machen. Ach man. Nicht, dass Thorum dich nämlich verlässt, Marco. Nicht, dass er dich verlässt. Oder doch. Ne, da kommt mir so ein bisschen abweisend in letzter Zeit ein bisschen rüber, seitdem er wieder da ist. Zu uns oder was? Das ist normal. Das ist eigentlich Thorum, so wie er eigentlich ist. Thorum ist so, der zeigt seine Gefühle nicht. Ihr werdet niemals erleben, dass er wirklich Gefühle zeigt. Warum hat keine Gefühle? Nee, irgendwie nicht so. Er kann die nicht zeigen. Also kann bestimmt schon, aber er macht's nicht, weil er es nicht kennt. Okay.
Naja, ich meine, gelacht und so weiter hat er ja schon öfters mit uns. Ja, so schon, aber so wirklich richtig am Zeigen, dass er einen wirklich übel mag oder so, das macht er nicht so oft. Eigentlich extrem selten. Ich frage mich auch warum, ich meine, wenn er uns nicht leiden kann, dann kann er uns das sagen. Nee, das wird er sagen, wenn er einen nicht leiden kann, das bringt er raus, das kriegt er raus. Wenn Torum dich nicht leiden kann, dann weißt du das. Ach, dann geht's ja. Das ist wichtig. Dann sagst du mal wissen, ob er uns hasst oder nicht. Nur manchmal hat er keinen Bock auf uns. Kann ich gut, das kann ich verstehen, Froschi ist ja auch manchmal so und ich auch manchmal. Ich einfach sage, ich habe gerade keine Lust. Ich hab keinen Bock auf euch. Nee, ich habe nur manchmal keinen Bock auf Menschen allgemein. Wenn ich schon Menschen hab, dann wenigstens Leute, die ich kenne. Nee, es gibt nicht den Fall, dass ich wirklich sage, ich habe keinen Bock jetzt auf Marco. Sondern es ist entweder ich keinen Bock auf gar nichts. Ja, nimm Marco als Beispiel. Nicht mich. Ja. Nimm ruhig Marco als Beispiel. Schau. Dich lass doch aus und vor, weil bei dir wird sowieso nie vorkommen, dass ich keinen Bock auf dich hätte, ja? Ja, doch, das kommt schon aber Ich dachte mir auch gerade Aber es kommt eigentlich nicht vor, dass ich keinen Bock habe auf eine einzelne Person, sondern eher so keinen Bock auf Menschen allgemein. Jetzt mal mit Ausnahme von Personen, die ich so nicht mag. Gibt's ja auch. Mag dich auch. Schmuchtel. Oh ja. It's okay. Oh ja. Gay. Roger, was meinst du? Wie soll ich den Moritz machen? Abgerundete Ecken oder eher Kreisform? Oder ein komplettes Viereck einfach? Pink. Viereck, ich würde es nicht machen. Entweder rund oder mit abgerundeten Ecken. Eins von beiden. Warte mal, dann mache ich das. Dann machen wir das so. So. Und den hier hin. So. Mensch, Marco, halt's Maul! Heul doch. Heul doch! Heul doch! Warte mal kurz. Ja. Filmen wir mal das hier aus. So. Ja, da gab's doch das eine Video mit dem einen Farbigen, der so lustig weint. Der war wirklich so. Cool. Ja, du denkst dir nur so, Digga, was? What the fuck? Was nimmst du für Drogen? Pack die Drogen eins, weg, Alter. 3. Irgendwann gleich ruft meine Mutter an, nachdem sie mit der Freundin und was zwei, getrunken drei. Hat, und dann darf ich die wieder abholen. Bin ja so happy. Oh, schau mal, Marco ist seinem Gipsfuß los.